Hallo und herzlich willkommen zurück zur Höhlentour unter dem Walde, unter dem Forest, zusammen mit den Quinn der Welt. Mit dem Quinn der Welt. Interessante Formulierung. Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu ja, einer der letzten Folgen The Forest. Summa summarum. Vorletzte oder letzte Folge müsste wahrscheinlich. Müsste das jetzt die legendäre Folge 42 sein? Ja, das ist korrekt. Die Antwort auf alles. So. Ich habe mir meine Medizin reingepfiffen, weil ich ein bisschen Schaden hatte, wenn hier schon was rumliegt. Ja, komm, guck mal, dann mache ich das auch mal. Dann sind wir auch mal voll. Da, zack. Guck mal, da sind wir schon wieder voll hier. Das finde ich in so Spielen auch mal so ein bisschen merkwürdig, so, dass man jetzt nicht sagen kann, was weiß ich, schmeiß die Taschenlampe aus dem Rucksack und nimm dafür noch zweimal Medizin mit. So, you know what I mean? Was ist das für ein Haufen hier? Oh, das sind einfach Gegner? Haufen. Ja, oh. Die sind einfach ineinander gelegen. Das hat ein bisschen seltsam ausgesehen. Guck mal, ich mache mal ein bisschen Licht. Licht explodiert. Oh, meine Fackel ist schon wieder aus hier. Seh nichts wegen Blut. Oh Gott, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich bin ein bisschen grau an Gott hier. Ich weiß nicht, einen habe ich, zwei habe ich, okay. Alle drei sind tot somit. Und ich hole mir jetzt nochmal kurz die Medizin zurück von hier hinten. Ja, tu das. Ich mach mal eben was anderes. Fuck, hier ist zu nass für ein Feuer. Ja, jetzt baue kein Feuer im Wasser, bitte. Nee. Hier drüben ist Land. Ja, dann machen wir das halt da. Du kannst es, also er hat es auch unter Wasser angezeigt insofern. Ich bring gleich mal die Typen hier. Jupp. Ich überlege mal, ich werde mir aber jetzt nochmal ein Ärmchen gönnen. Du, was du nicht lassen kannst. Ja, moin auch. Und der Kannibale, ey. Ja, mein Gott, weil jetzt so kurz vor Ende möchte ich nicht den Hungertod sterben. Entschuldigung. Entschuldigung, nicht akzeptiert. Das ist mir auch egal. Na, der liegt cool, doch. Das gefällt mir. Okay. Das eine Bein ist schon mal durch den Boden gebackt. Ich glaube, hier geht's weiter. Oh! Was ist? Mehr Bein! Hinter dir! Ah. Okay. Molly in Vorbereitung. Feuerbogen gespannt. Molly aktiv, aber bis da hinten komme ich nicht. Wow. Oh, ja, der war gut getroffen. Schöner Schuss. Okay, das Achtung, Langbein. Die Spinne kommt. Ja, Langbein kommt. Langbein brennt. Nee, aber nicht lange. Fuck. Quinn, Quinn, hierher. Zu mir. Eieieiei. Ich weiß nicht, ob das halten wird. Na, ich schmeiß mir mal eben Medi rein. Okay. So, die ziehen sich zurück soweit. Bis auf den einen Typen hier. Hi. Bis auf den Herbert. Herbert ist dumm. Okay, von hinten sagen scheinbar sehr gut. Ich piek dich ins Feuer rein. Ich hab den Herbert. Neuen Anschlag, falls was ist. Okay, das Vielbein ist wieder da hinten. Gut, oh, der ist gleich ins Feuer gefallen, das ist ja convenient. Oh, schön. Ich pack mal meine Taschen voll. Jo. Gucken, ob ich noch irgendwie einen pullen kann. Nee, versuch's bitte nicht. Das ist ja exakt ein bisschen zu heikel. Achso, ich dachte, wir müssten eventuell in die Richtung. Nein, ich glaube, wir müssen genau in die andere Richtung. Oh mein Gott. Brauchen noch. Ich hab ganz vergessen. Ich wollte mir noch einen Schnitzel braten. So. Was ganz praktisch ist, dass die Mollys sich nicht verbrauchen, wenn du sie anzündest. Also ich bin bereit. Gut, ich glaube nämlich, dass wir hier entlang müssen. Der will nicht so wirklich platzen, der Typ, ne? Ah doch, guck mal. Ja, da geht's auf jeden Fall Richtung Sinkholot-Karte, oder? So, nochmal eben ein Bein. Oder müssen wir genau die andere? Ne, wir versuchen den Weg. Ich glaube, damit können wir das sogar umgehen. Einfach. Oh, hier ist ein Knochen zu viel, den kann ich nicht nehmen. Nehme ich ihn mit. Ja. Nein, wir haben 6. Nein, nicht ein Stock. Oh, man kann nur 5 Armor tragen, ja, wen wundert's. Ja, ich habe mir schon 2 ausgerüstet jetzt. Gut, soll ich wieder die Fackel machen? Kannst schon machen, ich habe hier die Taschenlampe, aber. Ja, toll. Klau mir noch meine einzige Daseinsberechtigung auf dieser Höhlentour, weißt du? Naja, die leuchtet ja nur in eine Richtung.
Mal noch ein Stückchen. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ich versuche nämlich möglichst auf diese Typen einfach zu umgehen. Ist auch toll. Fackel anmachen und dann ins Wasser springen. Total sinnig. Wer sich fragt, wieso ich immer wieder auf- und abtauche, damit einfach das Licht hier im Leben bleibt. Was wir in dieser Folge übrigens noch gar nicht gemacht haben, Marco, ist das neue gemeinsame Projekt zu teasern. Da müssen wir nicht jede Folge teasern, doch, das teasern wir dann am letzten Folge. Ich finde schon. Okay, also dann tease. Die zwei Leute, die sich das hier aus Versehen bei mir angucken, die können ruhig wissen, dass dann auch ein Folgeprojekt kommt. Denn, haben wir ja schon angeteased. Ja, in der letzten Folge. Vielleicht haben die zwei Leute, die heute aus Versehen reingucken, die letzte Folge gar nicht gesehen. So, okay, weißt du, das ist der richtige Weg. Ja, natürlich ist das der richtige Weg. Eigenmarketing, Marco. So. Ja, hier sind diese ganzen Tore, durch die wir durchgelatscht sind. Okay. So, ich mach nochmal eine Fackel. Das Wasser hat meine Fackel nämlich. Glaube ich, oder? Das ist das. Mhm. Komm, beeil dich. Ich glaube, das haben wir wieder sonst Gesellschaft und da habe ich jetzt keine Lust drauf. Jawohl, Chef. Ja, ich glaube, das war das. Passt. Okay. Dann, verdammt, jetzt müssen wir noch ein paar Minuten totschlagen, damit wir dann vor der Tür nochmal einen Cliffhanger haben, weißt du? Ja, jetzt sind wir noch gar nicht bei der Tür. Jetzt müssen wir erstmal aus dem Sinkhole raus, dann müssen wir wieder reintauchen in dieses Loch. Ach ja, genau. Also, das braucht schon noch Weile. Weil war die Tür im Sinkhole getaucht oder war die durch einen der Gänge? Erst mussten wir tauchen. Wir mussten im Sinkhole in den Arsch der Welt, ne? Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Das ist jetzt der Weg in das Sinkhole hier. Toll, dann stehen da bestimmt wieder zwei Big Mamas. Ich da gerade mal ab hier. Ach, guck mal. Es leckt ein bisschen, aber. Dato sieht's gut aus. Ja. Okay, ich sehe. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ich bin schreckhaft, okay? So, da oben ist unser Shelter. Da könnten wir theoretisch jetzt nochmal hochgehen und einen Quality Save machen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, muss ich dazu geben. Nur für den Fall, dass die Spiele, dass unsere beiden Clients gleichzeitig irgendwie abstürzen. Naja, ich traue sogar wirklich zu, dass noch abstürzt. Auch wenn ich weiß, dass du es jetzt anders gemeint hast. Aber gut. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt wirklich sterben sollten, dann ganz einfach den Laden mal von dem Spielstand hier. Da habe ich nämlich sonst gar keinen Bock drauf. Deswegen. Irgendwo ist auch mal die Grenze beim Neuerspielen. Da müssen wir gucken, wenn der jetzt umfällt, sollten wir hier direkt nochmal einen neuen setzen. Nee, der fällt nur, wenn du schläfst. Ach ja, stimmt. So, du hast gesaved. Ich mache einen doppelten Save. So, ja. Ich weiß, auf welche Situation du anspielst. Gut, ich habe jetzt. Aber hast du gerade Hunger, oder? Nö, minimal irgendwie 1% fehlt mir oder so. Ich habe jetzt aber Lust, in ein feuchtes Loch einzutauchen. Ja, ich habe auch so eine Lust. So. Aber die Monster scheinen noch alle tot zu sein. Ich sehe auch nichts. Und guck mal, hier, wo der Shelter war, war beim letzten Mal so ein grauer Tentakel-Thorsten. Ach ja, an die Stelle erinnere ich mich, wo ich auf den Boden geschwommen habe. Ich gehe außen herum. Ach. Ich gehe einen schöneren Weg. Bist du? Schönerer Weg. Ich konnte alte Memories wieder hier. Hier ist es. Du also nicht nochmal ertrinken, ne, Quinn? Nee, mein. Schau vielleicht mal, ob du da irgendwo noch dein Zeug findest. Ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt hier irgendwo noch meine Leiche rum. Ich bin ja relativ. Ah, oh, es leckt. Ja. Bin eigentlich relativ. Du hast ja voll den Auftrieb. Kurz vor dem Loch verreckt, aber ich sehe tatsächlich gerade keine Leiche. Hat sie wahrscheinlich schon zersetzt. Ja, beziehungsweise der Rucksack. Der liegt in dem Rucksack immer da. Mhm. Sonst könnte man daraus ja auch noch Knochen gewinnen, aber nein. Okay. Mag ich halt Blöde an sich ehrlich gesagt nicht so. Was magst du nicht? Ja, dieses Verschwommene mag ich irgendwie nicht so. Es ist irgendwie ein bisschen. Das ist irgendwie ungut. Das erinnert mich, als ob ich keine Brille auf hätte. Das macht tatsächlich gar keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Brille auf habe oder nicht. Ich sehe genau gleich viel. Okay. Wisst ihr Bescheid? Also abgesehen von diesen Symbolen an der Seite und hier diesen Haussymbol, da sieht meine Sicht ohne Brille ungefähr so aus. Guck mal, dann ist hier eine jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, eine Offenbarung, dass wir jetzt das Spiel genauso erleben wie du. Oh, ganz so schlimm ich mein bei Leben ohne Brille nicht. Erlebe. Ja, genau. Und ich google nachher mal nach einem Kochsimulator mit Koop-Modus. Gibt es bestimmt. Ja, bitte. Da müssen wir echt gucken, das wäre echt geil.
Wobei ich da jetzt nicht irgendwie 30 Euro für ausgeben würde. So Steam 1,99, das wäre noch okay. Aber wenn es 2 Euro sind, ne, geht nicht. 1,99, okay, aber 2 Euro, ne, keine Chance. Also man muss da auch einfach irgendwo mal seine Grenzen ziehen. Ja. Ich meine, wenn man sagt, ja, da geht schon noch, wo liegt denn dann da die Grenze? Genau. Das geht dann, ja. Dann kostet das nächste Spiel 2,01 €. Und dann. Genau. Ja. Also heutzutage sind die Preise eh nicht mehr feierlich. Ganz ehrlich, PlayStation Spiele irgendwie 70, 80 Euro. Ja, PC, ich weiß. Neuspiele in der regulären Version 55,98 €. 54,98 € bitte. Die Fresse. Genau hier die Stelle, wo ich runtergetaucht bin für die Sticks. Good old times. Ja, und wir haben einen Kollegen. Was haben wir, Kollegen? Ja, so ein Gesichtstypen haben wir wieder hier. Oh, schön. Swipe, genau gesagt. Schauen wir mal die Fackel. Ich komme vorbei. Schönen guten Tag. Ich bin die große Leuchte vom Dienst hier. Komm, versuch dich um den. Dann nehme ich mir den Typen hier vor. Boah, erstmal hier fett die Steinsäule zerstört. Und du willst dich mit mir anlegen, nachdem ich hier eine fette Steinsäule zerstört. Dachte ich mir. Schön, dass der ganze Typ ist angekokelt, nur das Gesicht nicht, hier die Maske, weißt du? Ich hab den anderen irgendwie auf die Mauer hochgeprügelt. Der liegt. Ja, noch? Okay. Ja, ja. Ich hab nur gerade überlegt, das wäre doch so eine Stelle, wo wir eigentlich ein Lagerfeuer gebaut haben könnten, aber hier liegt gerade keins, egal. Nee, haben wir ja keins gebaut. Ja. Ja, entschuldige. Wer hustet hier fett in die Aufnahme, ich glaube, ich hab mich geschafft. Ja, muss auch mal sein. Exklusiv. Als wir noch die ganzen Höhlen durchsucht haben, durch der. Okay. Aber ganz im Ernst, wieso liegt die Kiki halt komplett woanders? Das macht keinen Sinn. Voll den Grafikfehler, wir laufen gerade auf Wasser. Ja, jetzt laufe ich auch auf Wasser. Ja. Mein Gott, die Fackeln halten heutzutage aber auch nichts mehr aus, ne? Wenn sie quinn, kommen sie. Ja, das Problem ist. Wir sind genau vor der Tür. Ich glaube, das wird jetzt einfach eine längere Folge werden, wahrscheinlich. Ich habe wir werden auch überleben. Ich habe nur gerade keinerlei Umgebung, ne? Also. Da ist pass auf, hier geht's gleich runter, also nicht zu weit nach vorne laufen. Ja, okay, wir haben ein Problem. Ich sehe nämlich nichts. Also. Ich sehe unter mir eine gerade Wasserfläche und vor mir das Seil. Das heißt, wenn du mich jetzt navigieren könntest, ist vor mir der Boden frei. Ja, gerade. Ja, ist alles frei. Kannst gerade weitergehen. Bis zu mir. Okay. Genau, dann ist hier der Seil jetzt. Ja, das Seil kann ich anvisieren. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie es unten aussieht. Gegebenenfalls müssen wir tatsächlich mal. Ja, warte, ich gehe mal vor. Weil ich. Ja, da unten sehe ich jetzt zumindest Boden. Ja, da ist auch Boden. Das passt schon. Also. Exklusiv-Content auf meinem Channel. Ich habe quasi die Höhlenwände ausgeblendet, damit wir einfach mal was anderes sehen. Oh, geil. Einfach runter. Jetzt wieder, oder? Ich sehe Boden. Ich muss jetzt mal gucken. Ja, hinter uns. Das ist wie, als wenn bei Minecraft der Chunk nicht geladen ist, weißt du? Sonst speichern wir ganz kurz mal und machen einen kurzen Cut. Die Fackel reicht auch quasi nur einen Meter weit. Das müssen wir einfach mal neu laden dann. Genau. Temporary Shelter. Achso, baust du schon. Vielleicht solltest du bauen, damit ich dir nicht versehentlich in irgendeine Wand setze, die ich nicht sehe, fällt mir gerade so ein. Gut, habe ich. So. Okay, dann mal einmal save. So, dann speichern wir jetzt mal kurz beide. Jupp. Dann, kurzer Cut. Oder warte, probieren wir mal mit Schlafen kurz, jetzt haben wir beide gespeichert haben. Eventuell klappt das dir. Das wäre eine Möglichkeit. Shelter zusammen, die ist aber empfindlich. Wieder normal oder? Noch kurz. So. Achtung, nicht da hoch. Ja. Da ist eine Kletterwand. Ja, siehst du wieder normal oder? Nee, also ich sehe nicht mal die Wand. Dann müssen wir tatsächlich mal kurz einen Cut dann und dann geht's gleich. Dann machen wir ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bei mir auch. Gut. So. Und damit willkommen zurück. Da sind wir wieder. Und ich habe wieder eine komplette Höhle. Ja. Keine Ahnung. Also manchmal will Forest mich echt. Ja, jetzt will ich, dass wir es zu Ende bringen. So.
Ich habe jetzt die Pause, die kurze, genutzt, um mir jetzt das neue Overwatch-Event anzusehen. Ne, muss ich mal kurz sagen. Ich bin da ziemlich fasziniert von den meisten Skins, die jetzt durch das Anniversary-Update dazugekommen sind. Oder Anniversary-Event zum Einjährigen. Und ich spreche das meistens falsch aus, weil ich kann das englische Wort einfach nicht aussprechen. Genauso wie Environmental. Das kann ich auch nicht aussprechen. Also Anniversary und Environmental. Vor allem Environmental kann ich... Ja. Na, da kriege ich immer so einen Knoten in die Zunge. So wie Legitimationsdokumente. Legitimationsdokumente? Da kriege ich keinen Knoten in die Zunge. Ja, gibt Leute, die kriegen das nicht raus. Ich konnte früher Elektrizität nicht aussprechen. Elektrizität. Noch einer. Wow, 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 ja, ich wow, bin jetzt auch Alter. Okay, wir haben drei. Gleich sind okay, so noch die zwei. Die hitten mich, ich bin gleich down. Ja, ich bin down. Alter, was Och Gott, das sind ja noch nur drei, was? Sieh im Zweifel zu, dass du Land gewinnst. Ich sehe nichts. Ich höre nur Gefeite. Bei weniger. Einer fehlt noch. I need a hero. So, alle tot. Ja, sauber. Oh, das war jetzt eine Heldenaktion. Ja, das weiß ich, die haben mich irgendwie so fett gegen den Felsen gepresst. Ja, ich hab's gesehen. So, die schmeißen wir jetzt auf den Grill, ganz ehrlich, da kenne ich jetzt nichts. So, und ich habe noch zwei Fleisch, die schmeiß ich auch nochmal schnell drauf. Wackel gerade schon ganz wieder mit dem Fuß, das muss ich aufhören, das hört man nämlich in der Aufnahme. Echt? Ja, so ganz leicht. Ja, das ist schlecht. Okay. Also ich merke jetzt, wenn ich die Tonspur während den Aufnahmen, also zwischen den Aufnahmen bearbeite. Mach ich so. Und da sehe ich immer so kleine Ausschläge. Ich weiß nicht, ob man wirklich halb voll Armor. Wir haben erstmal ein Stückchen Fleisch. Bist du das zweite Stück? So, was. Oder bist du voll? Nee, das nehme ich gleich wohl. Was braucht man nochmal für die Bombe? Münzen? Münzen, Uhren, Buß und diese Electric Circuits. Ich hab ne Bombe. Mr. Bombastisch. So, der Rest ist für dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich werde mir jetzt auch nochmal so zack, Uhr. Wo sind die Circuits? Rechts. Rechts? Ach, tatsächlich da rechts. So, da ist man nochmal eben das Schnitzel. So, dann mache ich hier nochmal die Sticky. Den können wir erstmal unequippen. Ja, das sind jetzt Doppelsticky, ist mir auch egal eigentlich. Fuß, zack, 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 zack. Ich mache jetzt einfach so viele wie ich kann. Ich meine, sowas anderes ist das Zeug, abgesehen vom Fuß. Also ich habe jetzt noch 5 Mollys, ich habe eine Bombe. Ich habe 4 Bomben und... Hast du zufällig noch einen Knochen übrig? Ja, habe ich tatsächlich. Weil ich habe noch 5 Knochen. Vielen Dank. So, dann rüste ich mich jetzt auch mal komplett aus mit allem, was ich hab. Da, okay. So, ich hab fast volle Rüstung. Ja, mir fehlt quasi ein Knochenteil, also ein gelbes Feld fehlt mir. Ja. Komm, wir gehen jetzt aber hier entlang und versuchen wir die anderen ein bisschen zu umgehen hier. Jawohl. Bei unserem Glück wird das total gut klappen. Nein, warte, 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 zurück, zurück, zurück. Wir gehen einen anderen Weg. Dann laufen wir nämlich genau in die rein dann. Ansonsten. Obwohl, warte, wir laufen so oder so in die rein. Oh. Wir mit dem Molly starten. Oder mit dem Feuerpfeil. Halt du den Molly bereit. Ich muss mich am Arm kratzen. Kratzen, kratzen. Das. Boah! Hast du das? Ich hab beide mit einem Feuerpfeil getroffen. Oh, okay, der ich hab nochmal eine gefallen. Leere Flasche hinterhergeschmissen. Was soll's. Also nochmal zwei. Drei. Okay, vier. Links kommen zwei. Einen hab ich. Also zumindest beschäftigt. Einer down. Ja, bei mir auch. Ich hab hier noch so einen Verkohlten. Hinter dir ist noch einer. Da könnten wir jetzt aber voll viel Bone-Armor machen. Das sind jetzt 8 Stück, glaube ich, gewesen. Lalalala, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Oh, da liegt ja noch Knochen. Ich werf die schon mal alle hier auf den Haufen, ne? Was? So bei diesem kleinen Entrance.
Da musst du nicht so weit laufen. Das nenne ich Arbeitsteilung. Ja, für die, die mittlerweile mitbekommen haben, die Folge endet nicht bei 20 Minuten. Wir werden jetzt gucken, dass wir durchziehen, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht nur irgendwie eine Stunde dauert. Eine ist gleich komplett verkohlt, also da sind ja nur Knochen übrig geblieben. Echt? Fand ich auch ein Gewitze, ja. Dann habe ich gleich aufgesammelt. Das ist nice. So, die anderen liegen auf dem Grill. Nur eine habe ich noch hingeworfen, ob du die gesehen hast. Ja, aber sonst haben wir jetzt alle. Jo. Wir können auch mal mit der Taschenlampe durch. Also mit der Taschenlampe durch. Mit der Taschenlampe. Achso, die Batterie ist alle. Ich habe aber noch 9 Batterien, das sollte gerade so ausreichen. Inge war außerdem die Batterie auf minus 1, das fand ich gerade sehr witzig. Dann haben wir noch eine. Ich meine, ich habe jetzt gar keine Rüstung voll, du hast aber einiges zu lernen, glaube ich. Ich bräuchte nur. Also, es hielt sich tatsächlich in Grenzen. Ich bin jetzt voll mit Rüstung. Okay, dann mache ich mich jetzt nochmal voll. 1, 3, 3. Klopfst hast du eh genug, glaube ich. Ja, ich habe jetzt noch irgendwie, also was heißt genug, ne? Ich habe jetzt noch 11 Stück. Brauchst du noch welche? Ich habe noch 68 sonst. Ne, im Moment reicht's, also so viel Klopfst brauchst du ja eigentlich jetzt nicht mehr. Gut. So, 1, 2, 3. So, damit bin ich voll und habe sogar noch einen Bone Armor in Reserve. Jetzt hau ich mir nochmal einen Snickers rein. Und eine Dose Cola. Ja, Snickers gönne ich mir jetzt auch nochmal, bin ich wieder voll. Überall. Das ist auch das Gamer-Frühstück. Ich esse eigentlich tatsächlich lieber Mars oder Twix. Nee. Aber Snickers ist auch nicht. Schokoriegel geht nichts über Snickers. Oder sagen wir mal Riegel mit ordentlich Nuss. Muss nicht unbedingt ein Snickers sein. Also ich esse auch so die Billigvarianten ganz gerne. Aber ich. Ja, die Billigvarianten von generell den Schokoriegeln esse ich auch gerne. Ich mag halt Nuss. So, wenn ich Appetit drauf habe, geht auch echt mal einen guten Bounty. Aber da muss ich echt Appetit auf Kokos haben. Ja, das wird mir genau gleich. Oder halt einfach. Oder Milky Way geht eigentlich auch fast immer. Also. Ja, das ist bei mir echt nicht so hoch angesiedelt. Kennst du dieses Bild? You can see the Milky Way from the Mars. Und einfach mit den zwei Schokoladen. Mm. Ja. Einer der zeitlosen Internet-Memes. Ja. So. Okay. Ja, guck mal, wären wir jetzt, wenn wir ein theoretisches normales Folgenende hätten, wären wir jetzt irgendwie bei 23, 24 Minuten. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Folge, die überziehen wir jetzt einfach mal. Jawohl. Da kennen wir sich's, aber ich würde trotzdem gerne vorher abspeichern. Jawohl. Jawohl. Wir speichern ab. Jawohl, abspeichern, oh, jawohl. Hier steht ja sogar unsere Hütte noch. Ja, eben drum. Save it, Black Beckham. Tag so. 35, glaube ich, ist das jetzt. Oder 34 haben wir noch. So, bist du soweit? Ich bin soweit. Merkwürdig, dass bei mir die Texturen so flackern. Ja, und Marco öffnet die Türe. Bip, bip. Jesse! Bei mir ist das Spiel gerade abgestürzt. Oh nein, ernsthaft? Ja. Cool. Dass wir vorher gespeichert haben. Ich geh schon mal reingucken, ne? Ja, nix da, ey. Du kannst es nicht rein. Okay. Alter. Dann machen wir an der Stelle nochmal einen kurzen Cut, oder? Ja. Ja. Bis gleich. So, da sind wir nach einem ganz kurzen Cut auch schon wieder zurück. Mensch, Marco, mach doch mal die Tür auf. Ich versuch's doch mal. Hoffe, ich stürze nicht noch wieder ab. Ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Bleib doch. Okay, die Tür öffnet sich. Okay. Ach, du Schande. Du funktionierst noch? Ja, es geht noch alles. Okay. Ich höre das Katana, ganz ehrlich. So. Ja. Willkommen sind wir hier in Area 51? Jo. Oh, ein Akkuschrauber, okay, den wollte ich immer haben. Hier hängt. Bevor wir jetzt hier raufklettern, erst nochmal hier gucken. Ja. Hier liegen Pinsel und Farbe. Ich kann meinen Speer nicht benutzen. Glaube ich, habe ich gern mit der Farbe eingeschmiert. Ja. Kannst du. Doch, ich kann schon zuschlagen. Ja. Okay, mit der Axt funktioniert es. Ich wage es mal. Okay, ja, der Speer war anscheinend nur kurz verbuggt. Jetzt funktioniert er. Hier oben erinnert mich irgendwie an ein Zelt hier.
Ja, hat so ein Hier bisschen liegt noch ein was. bisschen Stuff rum, eine Uhr, ein paar Knochen, Medizin. Hier bei mir geht es um die Kurve und bei dir? Ja, bei mir ist Dead-End, bei mir Ach, liegt bei nur dir liegt Stuff. noch Medizin, dann gehe ich mir die mal eben holen. Schön durchgeglitscht. Okay, sehr schön. Ja, es hat so ein bisschen was von abgesichertem Quarantänebereich, wie man das so in diesen Ja, also so als ob das US-Serien so ein und Zelt Filmen immer drüber sieht. wäre. Solange wir jetzt gleich nicht E.T. begegnen. Nach Hause, Telefon, das ist ein langer Gang. Und ich schaue jetzt extra mal nach da unten, aber da sehe ich auch nichts. Du hast sogar deine Hose rot angemalt. Oder war Ich die schon weiß. Ich rot? glaube, die ist rot angemalt. Okay, hier geht's wieder runter. Ich glaube, da können wir nur runter springen, so wie es aussieht. Ja. Und da Ich ist wage eine es. Treppe. Fang mich! Okay, ich fange den Katana. Ich habe dich wirklich gefangen. So. Schraubenschlüssel? Access Corridor 7 Level G. Oh, scheiße. Level G. Scheint irgendwie so von der Regierung irgendwas. Oha. Das ist unser Sohn. Nee, gar nicht. Na, ist ein anderes Kind. Sahara Mail, Megan's School Photo. Hat man das jetzt noch im Inventar? Ich konnte das nicht alles. Oder ist das im Buch? Weil ich konnte jetzt nicht alles lesen, was da drauf Ich auch steht. nicht, ich schaue ich auch nochmal ganz kurz. Ja, warum sollte man sowas auch im Buch ablegen? Ja, da ist es, aber ich kann es auch nicht wirklich lesen. Megan Middle School Photos, also das Mädchen heißt anscheinend Megan. Ja. Was, if Kinderwagen. you find. Oh, ne, kann ich nicht lesen. Ja. So. Aber es hängen Weiter auch geht's. nur ihre Bilder hier, ne? Und hier sind Nitrogenteile. Okay, Dolly. hier muss gecroucht werden. Okay, Warte, oh. hier hängt ein Stoff. Ja. Erstmal looten. Okay, Schau doch mal, also. wo es da links reingeht. So wie das hier aufgebaut ist und nun ausgeht, ist Sarah aber auf jeden Fall vor deinem Sohn verschwunden. Oh, hier hat jemand geschlafen. Warte, ich komme. Ja, Oh, hier liegen Knochen und Spielzeug. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen makaber. da hat wahrscheinlich Sarah geschlafen. Wahrscheinlich ist das Sarah. Na gut, das wollen wir uns jetzt gar nicht vorstellen. Jetzt hören wir es noch raus. Oder Sarah hat Fleisch gegessen, das kann durchaus sein. Aber Blümchen, wobei der Roboter jetzt nicht unbedingt Mädchenspielzeug ist. Warte mal, kann man die Naja, bist du Texte jetzt hier sexistisch oder lesen? was? Nee, okay. Gut, also zumindest scheint sie sich hier versteckt zu haben. Vielleicht vor den Eingeborenen. Oder was auch immer hier Das hier scheint lauert. ja eine militärische Einrichtung zu sein. Oder eine Aber. wissenschaftliche Einrichtung, so mit Sektion G und so ein Quatsch. Das ist ja eher nicht unbedingt Bürokomplex. Ah, hier geht's hoch. Ich gehe vor. Gut. Bin echt nervös gerade, muss ich echt zugeben. Ja. Okay. Wir sind in einer Schule, Kantine. So, und das Mädchen heißt nicht Sahara. Sahara ist die Sondern Einrichtung Megan. hier. Hier ist Essen. Wie im Flugzeug. Okay, wer weiß wie lange, aber ich glaube, wir sind nicht mehr Oh, wählerisch. eine Kaffeemaschine. Willst du Kaffee? Ich gucke mir mal, warte mal eben kurz. Die Periodentabelle. Das hier ist eine Schule. Guck mal, hier Regenbogen an der Pinnwand, die Tische, so die ganze andere. Das ist eine Schulkantine hier, oder nicht? Ja, irgendwie Wasserspender, Fun Drinks. Oh, hier können wir die Scheine verwenden. Echt? Ja, da kriegen wir Cola raus. Lol. Wie geil ist das denn? Und hier kriegen wir Snacks raus. Und hier gibt's Okay. Alkohol. Eine sehr fortschrittliche Schule. Und Münzen gibt's hier, Laptops. Dann hau Rechte. ich mir Ja. direkt mal einen Cola und einen Schokoriegel rein, werden wieder aufgefüllt. Aber die Frage ist, wieso ist hier eine Schule in erster Linie? Hier kann man offensichtlich raufklettern. Aber da will ich jetzt noch nicht Das ist, hoch. weißt du, was das ist? Das ist eine Therapieeinrichtung. Das könnte Nee, sein. das könnte nicht nur sein, hier steht Sahara Therapeutics auf dem Toverl-Poster. Achso, hier kann man sich hinsetzen. Kommen Okay. Sie, Quinn, wir müssen jetzt mal über Ihren mentalen Zustand reden. Nee, Spaß. Also Aber irgendwie dass finde die ich Lichter hier das. teilweise auch noch funktionieren, die ganzen Ja, elektronischen Sachen. irgendwie finde ich das Ja, gerade. hier steht es auch Cafeteria. Younger Skins Through Innovations. Sahara Therapeutics. Irgendwie muss ich hier gerade ein bisschen an Portal denken. Hier ist Und an ein. Ja, Prey. hier ist ein Wasserspender, ne? Kannst hier nochmal sitzlaufen. So, aber hier geht's eh nicht weiter. Das hier, das sind Lichtschalter.
Jo, die Rohre kommen raus, oder weiter zumindest. Ich finde das gerade irgendwie voll makaber, muss ich gestehen. So diese kaputte Einrichtung. Das hat so ein Was bisschen ist, was vom. wenn das hier ein Therapiezentrum ist, dann sind das die Eingeborenen vielleicht die ehemaligen Patienten davon? Ja, irgendwas scheint auf jeden Fall hier passiert zu sein. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen bei The Hive von Resident Evil, weißt du, unterirdische Forschungseinrichtungen. Ausgezeichnet. Toll, weißt du, alles kannst du hier als Waffe mitschleppen, aber diesen fetten Schraubenschlüssel hier nicht. Okay. Gut, jetzt sind wir auch in dem Bereich. Ich hab ja nie ein Let's Play von irgendwem so weit gesehen, dass Forest mal zu Ende Ich gemacht auch wurde. nicht. Dann finde ich es auch sehr. Ich will erstmal dran Achtung! vorbei. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Ja, ist Ende. Oh. Also mein Feuerzeug sorgt echt dafür, dass meine Wände flackern, ne? Ich Ja, gehe warte, runter. ich. Okay. Alles klar soweit bei dir? Ist safe. Hier liegt ein Okay, das sieht jetzt hier Magazin. aus wie ein Katastrophenzentrum hier. Ja, das hier wird die Krankenstation gewesen sein, ne? Für Kinder. Ja, schau mal hier. Krankenstation. Da der Bockwurst. Ja, ne? Aber. Guck mal, du hast hier auf jeden Fall. Warte mal, da Hier steht liegen was. Magazine und sowas rum. Das hier scheint Ethnic eine. Science, das ist aber noch ein sehr neuwertiger Zustand hier. Warte mal, hier ist irgend so ein Hier ist ein Zahlencode. Bilddiagramm, wie man Menschen zusammenbaut, keine Ahnung. Hier ist ein Zahlencode, also so ein Okay, hier ist noch ein Zahlenschloss. Magazin. Ja, das habe ich schon. Ethische Wissenschaft, Ancient Artifacts. Das scheint jetzt aber doch noch eine Weile zu gehen. Machen wir doch einfach spannend und beenden hier die Folge, oder? Das scheint hier noch eine Weile zu gehen, habe ich Ja, gerade das Gefühl. finde ich gut. Dann legen wir uns ja ein wenig hin und ich finde das echt makaber hier mit den ganzen Kindersachen und so. Das ist, naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann therapieren wir Forrest bis zum Ende und ja, dann haut rein und macht's gut. Bis ja und fertig.